Ja, hallo YouTube. Zuerst mal gutes Neues. Lange ist es her, seit ich das letzte Video gemacht habe. Ich bin unterdessen, oder auch schon vorher, ziemlich angegriffen worden, auch per E-Mail, weil ich da auf die Nationalbank einschlage. Und ich möchte das vielleicht noch ein bisschen näher erklären, wieso, dass ich da der Auffassung bin, dass die Verbrecher dort sitzen, in erster Linie, auch in den Banken natürlich, aber vor allem in der Zentralbank. Und vor allem da bei uns in der SNB, der Schweizerischen Nationalbank, wo ja eigentlich nichts macht, wie das, was die amerikanische Zentralbank macht oder das, was die europäische Zentralbank macht, nämlich quasi Geld verschenken oder Geld zu tiefen oder Nullzins rausgeben an die Banken. Die Banken sind ja die einzigen, die bei der Zentralbank können anstehen können und sagen, gib mir Geld und zu wenig Zins und dann nach einem Jahr müssen sie es zurückgeben. Die Sache ist die, unsere Wirtschaft oder allgemein die, wo sonst Kredite brauchen oder verwenden, also die Realwirtschaft, die haben ja das Problem von der Sicherheit. Also die Sicherheiten, die sind ja in den letzten Jahren aufgebraucht worden. Das heißt, die, wo haben können Kredit nehmen zum Expandieren, die haben das genommen. Die haben ihr Geschäft verpfändet und einfach quasi als Sicherheit gebraucht. Und die haben die Kredite bekommen. Die normalen Banken, wo jetzt Geld bekommen von der Zentralbank, also die, wo Geld bekommen von der Zentralbank, die finden keine Kundschaft mehr, weil die Sicherheiten nicht mehr rum sind. Und die Zentralbank, wo das Geld billig verschenkt quasi, also wenn eine Bank da nicht mitmacht, dann geht sie ja unter, weil die müssen ja irgendwie auf irgendeine Art und die Gewinn machen. Und die Banken, die machen das auch Gewinn heutzutage, das sieht man an den Börsenkursen vor allem speziell, dass wenn die Geld überkommen zu Nullzins oder zu tiefen Zins, dann können die untereinander das also dann spekulieren wenn die zum Beispiel irgendwie eine Anlage irgendein Derivat oder ein Geschäft gesehen, wo man 2-3% Zins erwirtschaften kann, also in Anführungs- und Schlusszeichen mit der Wirtschaft, das ist ja völlig getrennt von der Realwirtschaft. Wenn die können 3% Zins machen oder Gewinn machen und das Geld wieder mit zurückgeben für 1% oder 0,5%, dann haben sie 2 oder 2,5% Gewinn gemacht. Also, bleiben zum Leben in dem Sinn. Und Zentralbanken machen ja eigentlich nichts anderes, wie die fördern mit dem Nullzins oder mit der Tiefzinspolitik die Zockerei von den Banken, von dem Investmentbanking. Und eben, das ist ja heute so eine Mischform, vor allem bei der UBS, dass die völlig losgelöst von der Realwirtschaft können Geld generieren, was wiederum die Geldmenge vergrößert, natürlich, weil die bei der Zentralbank anstehen, Geld überkommen, die Geldmenge wird vergrößert. Das Geld kommt zwar im Moment noch nicht an in der Realwirtschaft, weil dort die Sicherheiten nicht vorhanden sind, aber irgendwann mal wird das dann wieder so kommen, dass wenn die Produktionskapazität, wo man die Überproduktionskapazitäten, die wir haben heutzutage weltweit, wenn die abgebaut sind und Geschäft wieder anfangen, quasi Sicherheiten zu bilden oder Pfand herzustellen oder wie man immer dem will sagen. Das heißt, Möglichkeiten haben, wieder Sicherheiten zu bieten, für einen Kredit aufzunehmen, dann wird das Geld in die Realwirtschaft kommen. Und dort ist natürlich dann das Problem, dass es viel zu viel Geld gibt, was dann nichts anderes ist wie eine Inflation, wo man dann merkt, schlussendlich auf den Preisen. Das heißt, wenn es zu viel Geld gibt, dann steigen die Preise und die Löhne und die normalen Leute, das ist schon der Schluss von dem Rattenschwanz, die werden dann dafür büßen müssen. Also wenn die Zentralbank da Geld rausgibt zu 0% oder Tiefzins, Kredite gibt in den Banken, dann heißt das nichts anderes, als das Geld, wo der normale Bürger gespart hat, das entwertet sich durch die riesige Geldmenge, die da umeinander ist. Und das Risiko, dass das irgendwann einmal in die Realwirtschaft abfließt, das ist relativ hoch. Also das wird irgendwie, weil das ja alles zyklisch zu und her geht in der Wirtschaft, wird das irgendwann einmal kommen, dass die
Realwirtschaft wieder Kredite muss aufnehmen, kann aufnehmen, weil sie die Sicherheit wieder hat. Sei es nur eine gute Geschäftsidee und dann dort kann produzieren und durch das wieder Sicherheit schafft, dass sie wieder Kredite aufnehmen kann, dass sie wieder expandieren kann und dann irgendwann einmal die Geldmenge ankommt und der normale Sparer quasi sein Geld verloren hat. Er hat zwar nominal genau das gleiche noch oder ein bisschen mehr, aber er kann viel, viel weniger kaufen dafür. Und die, was da in den Zentralbanken passiert, das ist ja quasi wie so ein Spiel, wo man da ein paar Spiele anstellt und viel mehr um die Spiele herumlaufen. Wenn die Amerikaner anfangen mit der Nullzinspolitik, dann müssen die Europäer genau gleich nachziehen, weil sie Angst haben, dass ihre eigenen Banken nicht mehr konkurrenzfähig sind, genauso wie in der Schweiz. Dort geht man auch runter und hat dann einfach das Gefühl, man müsste dann einfach mit dem Zins runter und die Banken quasi so am Leben behalten. Dabei ist ja das genau das Falsche. Und der Schwachsinn, quasi tote Banken am Leben zu behalten, das sehen wir. Wir sind nicht so stark betroffen wie zum Beispiel Europa, aber wir sind auch betroffen, das sehen wir ja vor allem bei der UBS. Die macht jetzt auch ihr Geschäft, oder die CS macht natürlich auch ihr Geschäft mit dem, dass sie bei der Zentralbank billiges Geld bekommt, dass sie investiert, einen Haufen Gewinn generiert, das ist rein virtueller Gewinn und so tut, wie wenn alles in Ordnung wäre und wie wenn alles super, super gut wäre, aber im Grunde genommen eigentlich gar nicht ist. Und von dem her ist das natürlich ganz eine schräge Situation und was da passiert, vor allem in Europa selber, ist jetzt einfach das, dass man die Schuld, oder die Staaten, die verschuldet sich dermaßen, dass man davon kann ausgehen kann, dass die einen oder anderen Staaten früher oder später müssen Bankrott anmelden. Also da Griechenland ist so ein Spezialist. Und die Vereinbarung, die man da untereinander hat, dass man nicht so und so viel Defizit machen darf, das ist ja alles schon über den Haufen geworfen worden. Also wenn man da schaut, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich auch schon, und vielleicht England, das sind Länder, die sehr irgendwann einmal die Schuldenlast nicht mehr können tragen und wo dann irgendwann einmal müssen sagen, hey, hört Leute, wir können unsere Schulden nicht mehr zahlen. Denen ihre Bonds werden nicht mehr verkauft und was bleibt dann nichts anderes? Bleibt nichts anderes übrig, halt einfach bankrott zu erklären, weil man halt einfach das Zeug nicht mehr zahlen kann. Das ist momentan sehr gefährlich und wahrscheinlich werden wir das Jahr der eine oder andere Staatsbankrott sehen. Das beeinflusst natürlich die Schweiz auch, weil die Währungen zusammenhängen. Also wenn ein Schweizer Franken deckt ist mit Euro und mit US-Dollar, ist das klar, dass mit dem Schweizer Franken das auch nicht wunderbar super gut kann gehen und dass auch der Schweizer Franken muss leiden darunter. Zudem kommt natürlich auch das Exportgeschäft ziemlich unter Druck. Also von dem her, die Krise ist nicht vorbei, man hat sie sehr gut verdeckt. Man kann das wunderbar mit den Medien hier bei uns in der Schweiz. Da wird schön Wetter gemacht und wird erzählt, wie gut das Weihnachtsgeschäft ist und so weiter. Aber wenn man das ein bisschen genauer anschaut, sieht das halt eben doch nicht so rosig aus. Das ist natürlich nicht eine Sache, die in einem Monat oder in zwei Monaten passiert. Das ist natürlich schon ein längerer Prozess, wo wir da drin sind. Aber es kann so Spikes, also so Spitzen geben, wo so Zeug wie so ein Wirbel quasi sich verstärkt. Und da müssen wir ein bisschen schauen. Ich denke, die anderen Videos, die ich da gemacht habe, mit dem Goldposten oder mit dem Vorratposten, das ist keine schlechte Idee. Nur muss man nicht meinen, dass jetzt im nächsten Monat die Welt zusammengeht. Also das braucht schon seine Zeit, bis das anläuft und bis das wirklich losgeht in dem Sinn. Also man wird da schon verschiedene Sachen können sehen, dass es passiert, vor allem in Europa das erste Mal. Dass es eine Euro-Krise gibt, dass Länder aus dem Euro-Raum raus wollen, weil sie ihre Währung selber wieder kontrollieren wollen. So wie früher Italien irgendwie die Währung abgewertet hat. Ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn man einfach eine Kontrolle für die Zentralbanken aufbauen würde.
in erster Linie, dass die halt nicht einfach den ganzen Bankenmarkt kaputt machen und zugleich halt die dazu zwingen oder halt einfach ja, zwingen quasi Geschäfte zu machen, die total risikoreich sind, und dass man wirklich anfängt, Firmen, Banken, die nicht fähig sind zum Überleben, dass man die lässt kaputt gehen, weil das wäre die einzige Möglichkeit, dass man kann, die Wirtschaft halt frei behalten, ohne den Sozialismus, den man da hat, im Geldwesen. Also es ist von dem her eine Erklärung, wieso dass ich auf die Zentralbanken so sauer bin. Und ich hoffe, das ist ein bisschen durchgekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.